Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und es ist ein neues Format, es ist kein neues Format, es ist eine neue Serie. Ihr kennt es vielleicht noch von vor vielen Jahren, Battle of Rights. Und das Ganze lassen wir jetzt wieder aufleben, aber als kleines Turnier, in dem wir 100 Achterbahnen gegeneinander antreten lassen. Und ihr entscheidet, welche Achterbahn weiterkommt. Ich entscheide doch gar nichts. Ich habe aber diese 100 Achterbahnen rausgesucht und das war schon verdammt schwierig. Ich wurde immer noch meine Lieblingsbahn gefragt. Ich habe jetzt keine Top 100 zusammengekriegt. Wir mussten super viel streichen und gucken und machen und tun. Und es wird jedes Mal, zeigen wir euch die Auslosung der ersten 50 Paarungen in dem entsprechenden Video, wo die Bahnen gegeneinander antreten. Das zeigen wir euch jetzt nicht hier komplett. Einerseits müsstet ihr uns einfach da vertrauen, dass wir da jetzt nicht irgendwie Schmu machen. Andererseits gibt es in der Videobeschreibung einen Link zu einem Video, und zwar dieses hier, was ihr komplett sehen könnt, wo ihr die komplette Auslosung einmal am Stück euch angucken könnt, falls ihr Langeweile habt oder uns das nicht glaubt oder was auch immer. Und das hier ist auch das erste Video, deswegen wird hier ein bisschen mehr erklärt. Ich werde das dann etwas kürzer fassen in den weiteren Videos, die dann kommen, weil wir jede Woche natürlich dann andere Paarungen haben, die gegeneinander antritt. Die 100 Bahnen, die ich rausgesucht habe, haben Nummern von 1 bis 100. Wir haben Kugeln von 1 bis 75. Ich habe das erst aus dem Keller gekramt, nachdem ich die Idee hatte, dass wir das so machen. Und habe dann gerade festgestellt, dass es bei 75 aufhört. Wir haben Nummern von 76 bis 90 und von 1 bis 10, also 91 bis für 100. 100. Also die stehen dann genau für 91 bis 100. Ist etwas holprig, aber ja, das gilt nach den gesetzlich vorgeschriebenen Bingo-Regeln, ist es voll okay. Nach den RCD-Bingo-Regeln. In meiner Vorstellung war alles mal wieder viel schlauer, viel besser und hätte super funktioniert, bis ich dann das, was ich immer in meinem Kopf habe, versuche selber umzusetzen und daran scheitere. Welche Realität. Dreimal kurbeln wir hier dran, einmal da. Ja. Mit deiner Pranke. Im Wechsel. Macht ja Sinn, wenn wir hier bis 75 Nummern haben und da 25 Nummern, dass man dann dreimal da, einmal da, dann ist das Ganze ausgeglichen. Ich habe ja auch ein paar Sachen hin und her gestrichen. Ich hatte die Bahn in alphabetischer Reihenfolge aufgeschrieben, dann sind welche rausgeflogen, hin und her und hast du nicht gesehen. Also es ist immer noch alles Zufallsprinzip und dann entscheidet ihr, welche Bahn gewinnt. Aber jetzt nicht nur, wir sagen die gegen die Bahn, sondern dann gibt es jeweils eine kurze Beschreibung der Bahn. Und jetzt kein ausführliches Review, aber eine kurze Beschreibung. Und wir werden im Video beide Bahnen auch miteinander vergleichen. Und dann ist das ausgeklammert, was sonst bei dem Battle of Rights war. Ja, das ist ja total unfair, weil die Bahn ist so viel geiler als die. Oder ja, kann man nicht miteinander vergleichen, weil die so ähnlich sind, dass es dann wieder auf den Geschmack ankommt. Und jetzt ist einfach, ja, wir haben versucht, alle relevanten deutschen Bahnen mit reinzunehmen, in Europa bekannte Bahnen. Und USA und Asien ein paar Bahnen, die auch irgendwie was Besonderes sind, was größer sind. Und ah, es ist die Auswahl, ihr werdet es ja dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate sehen, also oder auch Jahre, wie sich das Ganze entwickelt. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber da wir für immer in einem Lockdown bleiben, können wir das ja auch machen, das wird sich ja nichts mehr ändern. Dann können wir dann so ein Spielchen hier spielen. Abstimmen ist ja auch noch eine Sache, die wichtig ist. Nach dem Video habt ihr insgesamt 7 Tage Zeit zu voten für euren Favoriten. Bedeutet, ich schreibe bei YouTube jeweils den Namen der Bahn in die Kommentare, das sind dann angepinnte Kommentare, und ihr gebt den einen Daumen nach oben der Bahn, die ihr gewinnen lassen wollt. Daumen nach unten. Bringt nichts. Werden nicht gewertet. Nee, das interessiert YouTube halt nicht. Und uns auch. Richtig, doch. Ich Daumen nach unten unter den Videos finde ich gut, weil es ja, ist gut für den Algorithmus. Aber nicht unter diesem Kommentar jetzt. Die werden eh nicht angezeigt bei Kommentaren. Ach, super. Beschäftige dich mal mit YouTube. Und dann das Ganze auch noch als Instagram-Post. Da auch da drunter dann nochmal die Namen. Könnt ihr liken, welche Bahn da die meisten Likes hat, ist da der Winner. Und das Ganze auch nochmal auf Facebook genauso. Name in den Kommentaren unter dem Beitrag zu diesem Video. Und dann könnt ihr dann auch voten. Plus, es gibt noch eine Insta-Story, wo ihr einfach nur draufklicken könnt, ne, die oder die. Und das ist quasi ein bisschen so der Joker oder wenn es doch irgendwie, warum auch immer, unentschieden sein sollte, obwohl wir ja 3 Sachen haben.
Oder wenn dann trotzdem alles unentschieden ist, dann entscheidet halt YouTube, weil das das Hauptmedium ist, über das wir die Videos machen. Und da habt ihr halt nur 24 Stunden Zeit, dann ist die Story weg. Und ich mache jetzt nicht jeden Tag eine gleiche Story nochmal neu, da müsst ihr halt direkt reinhauen. Was aber eventuell interessant sein könnte, ist, dass ihr, wenn ihr eine Bahn super geil findet und wollt, dass sie auf jeden Fall weiterkommt, in die Kommentare mal schreibt, warum die Bahn so cool ist, dass die es verdient hat zu gewinnen oder warum die Bahn so viel besser ist als die andere Bahn, gegen die antritt. Da könnt ihr dann den anderen Leuten aus der Community dann auch noch irgendwie nicht eure Meinung aufdrücken, aber sagen, warum sie ihre Meinung vielleicht überdenken sollten oder ihre Meinung ändern sollten, wenn das nicht die ist, die eure ist. Das ist komisch. Ja, ich glaube, das klingt alles viel komplizierter, als es ist. Haben wir sonst noch Sachen, die irgendwie geklärt werden müssen? Ich glaube nicht, nein. Am Ende dieses ganzen Prozesses steht halt die beste Achterbahn der Welt, Sternchen, nach meiner Auswahl der von mir gefahrenen Bahnen. Weil und der Community von dir. Und der von, ja, also wir voten halt, ja, wir können mit voten in Like drücken ist dann, aber das ist halt nicht relevant. Wir entscheiden das also nicht, ihr entscheidet das und was ich auch noch wichtig finde, jeder darf mitmachen, jeder soll mitmachen, auch wenn ihr die Bahn nicht gefahren seid. Das ist einfach ein Spielchen, das ist jetzt nicht danach gesetzt, danach kommt dann nicht irgendwie so eine große Messingplakette an die Bahn, das ist die von der Ride Review Community zur besten Achterbahn der Welt gewählte Achterbahn, sondern es ist einfach nur ein Spiel, um einfach Zeit zu vertreiben, um was Lustiges zu machen. Und jeden Samstag soll es ein neues Battle geben. Aber ich glaube, jetzt haben wir soweit genau, alles geklärt. Am Ende wird halt wie so ein Turnier aufgebaut sein. Also ne, wie eine Meisterschaft. Wie denn, da wird es halt gestaffelt und irgendwann bleiben halt nur noch zwei über, die im Finale dann gegeneinander antreten. Es stimmt. Wir haben jetzt 50 Paarungen. Und Sieger aus der ersten Paarung tritt an gegen Sieger aus der 25. Paarung, dann in der nächsten Paarung. Und so geht's dann immer weiter. Und so kommen vielleicht lustige, interessante Konstellationen zustande. Und das ist dann, glaube ich, ein bisschen das Spannende, welche Bahn dann irgendwie so doch sich gegen die anderen durchsetzen kann oder welche Bahn überraschenderweise früh rausfliegt. Also es ist einfach ein lustiges Spielchen. Vielleicht wird es auch irgendwann noch geändert, wenn wir merken, das Ganze ist viel zu zeitintensiv und aufwendig, aber wir werden auf jeden Fall einmal die 100 Bahnen durchgehen und jede kriegt jetzt erstmal dann ihren Platz. Wir losen jetzt die erste Paarung aus, über die wir jetzt hier auch in diesem Video sprechen, die ihr dann auch jetzt schon voten könnt. Und wenn ihr dann die weitere Auslosung sehen wollt, müsst ihr halt das Video anklicken oder ihr wartet einfach ab und nächste Woche seht ihr die nächste Paarung. Die spannender. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht, dass wir es nicht gemacht hätten. Schiebungsvorwürfe. Und wir müssen es eh einmal fertig machen. So. Meine Damen und Herren, wenn ihr jetzt noch Fragen habt. Wenn ihr, was? Du kurbelst? Wir können uns auch abwechseln. Ja. Ich kann auch diese fragile Kurbel nehmen. Okay, möchtest du was sagen? Ja, wie immer unterbrichst du mich und dann... Oh, die Uschi ist ja toll, die Uschi ist ja witzig. Wenn ihr wüsstet... Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit, dann klären wir das noch im nächsten Video. Wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, was uns irgendwie vielleicht einfach klar ist, aber das gar nicht so klar ist, weil das war jetzt echt viel. Werden wir das schon mitbekommen, genau. Jo. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. So! Meine Damen und Herren. Spannung steigt. Erstmal schön durch. Okay, wir müssen nicht mischen, das ist schon eine rausgefallen. Geht da rein, du dämliche Kugel. Oder muss man in die Richtung gehen? Nee, das ist egal. Man kann nicht mischen. Egal. Wir hätten die Nummer 31. Ist das eigentlich egal, wo wir die hier hin tun? Ne? Tu die da rein, wo die hingehört. Warum? Wegen dem inneren Monk. Da. Oh, Diving Machine G5 im Yang Fusun und Black Hole in Alton Towers ist halt eine gespiegelte Bahn, die haben wir beide zusammen reingepackt. Wie soll ich das aufschreiben? Erste Paarung oder wie soll ich es aufschreiben? Ja, also den Namen und dann gegen... Okay. Oh, die 36. El Toro und Six Flags Great Adventure. Okay. Oh, oh, oh. So, und die erste Paarung für ein Battle habt ihr gerade gesehen, die wir gelost haben. Und zwar zum einen El Toro im Six Flags Great Adventure. Das Ganze ist im Freizeitpark in den USA, im Bundesstaat New Jersey, in der Stadt Jackson.
Wurde gebaut von Intamin, ist eine Holzachterbahn und vom Schienenprofil her, vom Prinzip her wie Colossos, was ja diese neu entwickelte Holzachterbahn-Schienenprofil war, was komplett vorgefertigt in der Fabrik ist. Und El Toro ist 1341,1 Meter lang. Ist auch relativ schnell vorbei, die Fahrt, denn 112,7 km/h Spitzengeschwindigkeit erreicht ihr bei El Toro in einem der zwei Züge, die bis zu 1500 Personen pro Stunde wegfahren. Höhe der Bahn, es ist einfach, wenn man davor steht, unendlich beeindruckend. So Holzachterbahnen sehen ja eh schön aus und dann ist diese Bahn so unglaublich hoch, 55,2 Meter hoch. Da hoch hinauf geht es mit dem Kabellift und der erste Drop hat eine Höhe oder eine Tiefe, wie man das auch immer sehen möchte, von 53,6 Meter und eine maximale Neigung von 76%. Auf dieser Kiste hast du aber die Todes-Airtime, hast einen Gurt- und Lap-Bars, das klassische Out-and-Back-Layout erstmal mit vielen Airtime-Hügeln hintereinander, eine Kehre, noch ein paar Airtime-Hügel, dann geht es auf die andere Seite vom Weg quasi. Dann wird es noch ein bisschen twisty und dann geht es in die Schlussbremse. Und Station sieht ein bisschen lame aus, die Bahn steht jetzt etwas stumpf, einfach so mitten im Park, aber Holzachterbahnen an sich sehen halt schön aus, der Zug ist nett gestaltet und fährt sich super gut, macht unglaublich viel Spaß und ist halt einfach ein Airtime-Monster vor dem Herrn. Und das ist zum einen halt jetzt El Toro Six Flags Great Adventure. Oder ihr entscheidet euch für eine andere Achterbahn oder zwei andere Achterbahnen, die quasi eine sind. Und zwar geht es da um Oblivion in Alton Towers und Diving Machine G5 im Yang Fusun Fancy World in Taiwan. Also wir sind ja auch beide von den Bahnen gefahren, sonst wären die ja nicht in diesem Büttel drin. No? Und prinzipiell soll Diving Machine G5 ein Klon bzw. ein gespiegelter Klon von Oblivion selbst sein, wodurch die Werte, sage ich jetzt mal, so wie Höhe, Länge und Geschwindigkeit ähnlich sind, tatsächlich nicht gleich. Das wird wahrscheinlich den Gegebenheiten zu schulden sein, dass dann hier vielleicht mal ein bisschen mehr Schlussbremse oder so sein musste. Genau, also, weiß ich das nicht. Yang Fusun ist halt in den Berg reingebaut und genau. Ihr fahrt mit Rolltreppen vom Parkplatz zum Eingang und dann geht es auch wieder runter und Diving Machine G5 steht oben auf dem Berg und fährt nach unten ins Tal. Und das ist ja bei Oblivion in Ontos nicht ganz so. Die steht auch höher und fährt unter die Erde, aber der Weg ist ein anderer. Und der Lift, allein der Lift ist ja in Yang Fusun viel kürzer. Aber irgendwo anders muss die Strecke halt scheinbar länger sein. Da sind beides B&M Dive Coaster, der eine von 98, der andere von 2000. Also Großbritannien von 98 und Taiwan von 2000. Und sogar der erste B&M. Genau, Oblivion war der erste B&M Dive Coaster ever. Soll ich jetzt hier nochmal sagen, was da so alles steht? Ich hab der Bro hat ja hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe das alles in Sitzverschachtelt. Ja, das kann ich leider nicht so gut. Also ungefähr 110 km/h schaffst du da in dem Drop, denke ich mal. Wird wahrscheinlich die schnellste Stelle sein. Der Lift. Und tatsächlich auch 1900 Personen pro Stunde, obwohl ich das bezweifle in manchen Parks auf jeden Fall. Das ist die theoretische Kapazität. Richtig, die errechnet ist mit 7 Zügen in England und 6 Zügen in Taiwan. Und das in Merlin Park ist halt, also für Taiwan haben wir keine Angaben. Nee, richtig, Personen, genau. Aber in Merlin Entertainment Park, ob die da... Wobei, das, also bei uns lief es ja ganz gut, bis auf die Breakdowns, weil der jetzt immer kaputt war. Ja, und der Weg dahin nicht einfach ist. Das ist schon beschwerlich in die Station. Das stimmt. So, und der Unterschied auf jeden Fall ist, bei Oblivion fährt man halt bei dem entscheidenden Dive-Drop in einen Tunnel. Dadurch, dass es halt unter der Erde weitergeht, fällt man in diesen Tunnel und denkt, danach geht es halt wieder hoch. Aber es geht dann noch unendlich lange runter in diesen Tunnel und das ist halt ein super Effekt, der kommt echt gut und hat uns richtig geflasht beim ersten Mal. Obwohl wir ja schon viele andere Dive Coaster vorher gefahren sind, auch viel, viel größere und viel, viel neuere. Das war auf jeden Fall mega cool, vor allem, weil wir die noch im Dunkeln gefahren sind. Dann kannst du halt noch weniger sehen, was da in diesem Loch passiert. Wiederum in Taiwan hast du halt diese unglaublich krasse Dschungelumgebung da, wo du halt wirklich über diesen Bäumen bist, wenn du zum Drop fährst und dann einfach in diesen Dschungel reinfällst. Das ist auch total genial. Also da tun die sich beide nichts. Fahrverhalten ist stabil, ne, wie das halt bei so einem B&M Dive Coaster ist. Da kann man sich nicht beschweren. Ja. Ja. Hast du noch was dazu zu sagen?
Ich will ja nicht nur ich reden, das ist ja nicht mein Kopf. Also was ich halt noch vergleichen würde, also hoch sind die beiden Bahnen, die jetzt hier gegeneinander sind, ja. Beide gleich hoch fast. Doch, also genau, beide 55 Meter ja. hoch. Also der Drop, bei der einen ist es der Drop, bei der anderen ist es die Gesamthöhe. Ja. Und was ich halt ganz interessant finde, ich hatte es mich ja eben gesagt, 76 Grad Neigung bei El Toro beim Drop und 87,5 Grad bei diesen beiden Dive Coastern, die halt nur von diesem einen Element leben, aber auch genau das nur machen, ohne diesen ganzen Blödsinn in Anführungsstrichen dahinter. Ja, aber die Bahn, die Dive Coaster, die mehr Blödsinn am Ende haben, haben halt die Höhe nicht und da ist der Drop ist ja das Entscheidende beim ja. Dive Coaster und das passiert da nicht. Ja. Beides Bahnen oder alle drei Bahnen, die absolut ihre Berechtigung haben, ihre Daseinsberechtigung haben, richtig geil sind. Und witzigerweise Höhe und Geschwindigkeit sich bei diesem Battle auf jeden Fall gleich ist. Nur die Länge sind halt 1000 Meter mehr bei El Toro, aber auch komplett unterschiedliche Achterbahnkonzepte und deswegen seid ihr dran. In den Kommentaren sind beide Namen verlinkt. Wenn ihr das liked, dann votet ihr für diese Bahn. Das Ganze auch Instagram. Und auch auf Facebook, ihr könnt oder ihr sollt auch mitmachen, wenn ihr die beiden Bahnen nicht gefahren seid. Einfach, was euch gerade mehr anspricht. Und wenn ihr Argumente für oder gegen eine der Bahnen habt, auch gerne in die Kommentare damit, um andere Leute vielleicht auch irgendwie noch eine Hilfestellung zu geben, die Bahn nicht gefahren sind, für was sie sich entscheiden sollten. Und in 7 Tagen ist das Voting beendet und dann sehen wir, wer gewonnen hat. Das posten wir in einem Community-Beitrag oder auch auf Insta natürlich. Und eine der beiden Bahnen wird dann gegen den Gewinner eines anderen Battles demnächst antreten. Das seht ihr auch auf diesem Kanal. Also, um diesen Kanal nicht so zu verpassen. Wir sind raus. Ihr seid die Coolsten. Eure Uschi. Und euer Bro. Fürs Ride Review. Videomagazin. Tschüss. Das hätten wir absprechen sollen. Yeah! Dann war das Gleiche. Hallo!